Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute starten wir ein neues Projekt und zwar holen wir heute einen 4Cycle ab mit 4 Sitzplätzen für 4 Fahrer. Wie ihr wisst, im letzten Video haben wir Tandem Challenge gemacht. Da ist schon geil mit 2 Personen zu fahren, aber heute, wir probieren was Neues aus. Vielleicht versuchen wir das auch auf Solar und E-Bike umzubauen, aber das werdet ihr in einem der nächsten Videos dann sehen, ob wir das machen. Ja, wir haben Leihwagen schon da und jetzt suchen wir erstmal Werkzeug zusammen, um das Ding gegebenenfalls wegen auseinanderzulegen, damit es dann ins Auto passt. Let's go! So Leute, wir haben gerade eben unser 4Cycle abgeholt. Jetzt haben wir gerade aber ein kleines Problem. Und zwar ist das Kühlwasser vom Auto ziemlich knapp und das wollen wir jetzt erstmal nachfüllen. Natürlich haben wir kein Kühlwasser, also muss jetzt erstmal ein bisschen Wasser rein. Und die ganze Zeit slidet hier hinten im Hänger der eine Schraubendreher rum. Den wollen wir gerade hier rausnehmen. Die ganzen Ratschen können noch nachgezogen werden. Und dann ist das Ding hier auch safe. Nur, dass wir jetzt hier keine Misere haben werden, kann ich jetzt einfach ohne den Schlüssel reinzustecken. Crazy. We'll be right back.
So, das Four Cycle haben wir jetzt gestern Abend nach Hause gefahren. Da habe ich aber nicht mehr viel gefilmt, weil wir dann noch den Leihwagen zurückgeben mussten. Und jetzt schauen wir uns mal das Four Cycle an. Das ist schon, also es ist in einem akzeptablen Zustand. Wir müssen ein paar Sachen auf jeden Fall machen. Als allererstes machen wir jetzt erstmal die ganzen Sachen sauber. Die Ketten sind relativ dreckig, die ganzen Narben müssen sauber gemacht werden. Und das Schutzblech an der Seite schleift an den Kurbeln. Die Kurbel ist, oder das Kettenblatt ist minimal verbogen, da müssen wir nochmal schauen, dass wir das entweder ersetzen oder zurückbiegen. Und an sich muss jetzt erstmal alles drüber gecheckt werden, ob alles passt. Und ja, ich fange jetzt mal an auf der Seite hier Ketten sauber zu machen, Narbe sauber. Und wir überlegen uns mal gerade, ob wir den Elektronikanbau hier, den Motor abbauen oder lassen. Wahrscheinlich ist es einfach, den erstmal dran zu lassen. Aber ja, das überlegen wir jetzt erstmal und jetzt machen wir erstmal die Ketten. Gerade mal ein bisschen umpositioniert, weil es war in der Sonne unerträglich. Deshalb haben wir jetzt hier unterm Sonnensegel unser Zeug hergerichtet. Da steht jetzt gerade das Four Cycle und wir tun jetzt mal rumschrauben, weiter sauber machen hier. Sieht man, da habe ich schon sauber gemacht, sieht extrem gut aus. Also ich bin optimistisch, dass wir die alle schön sauber bekommen, die Narben und die Ketten. Und ja, wir schauen mal weiter, aber es ist extrem warm, es ist anstrengend. So Leute, das war jetzt auch schon die erste Folge von unserer Four Cycle und wir sind schon gut vorangekommen. Wir haben die Ketten sauber gemacht, die Narben sauber gemacht. Wir haben gecheckt, ob alles geht. Es gibt ein paar Probleme. Wie schon gesagt, die Kurbeln vorne haben alle einen Schlag, die laufen nicht ganz gerade und eiern ein bisschen. Das tut ein bisschen das Tretverhalten verschlechtern, weil du dadurch nicht effizient treten kannst und die Gefahr, dass die Kette rausspringt, ist natürlich auch sehr hoch. Außerdem müssen Teil der Ketten mal gecheckt werden. Die sind relativ durchgefahren, aber nachdem das Single-Speed-Ketten sind, sollte es kein großes Problem sein und ich denke, die können auch erstmal noch weitergefahren werden. Wir haben einen Ersatzmantel dazu bekommen, weil vorne sind die Reifen getauscht worden, das zeige ich euch mal gerade. Das ist der Originalreifen, relativ slick, wenig Profil. Und hier ist ein Mofa-Reifen draufgezogen worden. Da haben wir einen mitbekommen, den werden wir wahrscheinlich nicht drauf bauen, weil der relativ viel Profil hat. Und eigentlich ist das Ziel, möglichst wenig Rollwiderstand zu haben. Und deshalb müssen wir da ein bisschen schauen, wie wir das hinkriegen. Das ist so eine Sache mit den Reifen, weil gerade ist das Problem, dass der rechte Reifen höher ist, weil er höhere Profilnoppen hat und dann fährt das Rad immer, wenn man nicht lenkt, nach links ein bisschen. Das muss man checken. Federung müssen wir auch noch was machen. Das wird in einem der nächsten Videos kommen. Und
Dann testen wir mal, ob der Motor noch geht. Keine Ahnung, der ist da dran gebaut. Beim Verkauf wurde noch nicht mal angegeben, dass der Motor mitverkauft wird. Oder dass es überhaupt als E-Bike aufgebaut schon ist. Ja, auf dem Motor steht tatsächlich auch gar nichts. Das könnte auch übelst der Scan sein, da funktioniert nichts. Das ist ein bisschen verkabelt. Hier ist irgendeine Box. Und hier halt der Gashahn. Zum Thema Gashahn, wie das in Deutschland ist mit Legal und so. Darauf gehen wir im nächsten Video ein. Und ich würde sagen, im nächsten Video geht es weiter. Upgrades an dem Rad. Vermutlich irgendwas mit Ketten, Kurbeln und Federung und Elektronik. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da, abonniert unseren Channel. Und wenn ihr noch nicht bei Instagram vorbeigeschaut habt, schaut mal bei @dieRadreisenden auf Insta vorbei. Würde uns extrem freuen, wenn ihr uns da folgt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.